wird bestimmt fetzig. Ich sag, es wird bestimmt fetzig. Ja, das war das Zeichen für die Kameraden, die einen Funkmeldeempfänger oder die Sirene der Stadtlage hören, sich auf den Weg zum Feuerwehrhaus begeben. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt sieht, der... Ja, der Erste kommt angefahren mit dem Auto. Das ist der Kamerad Spitzer, der als Erstes am Feuerwehrhaus eintrifft. Ah, der ist ein bisschen schneller als alle anderen. Ja, genau. Ja, da kommt der Nächste auch schon an, mit seinen Malerklamotten, mit dem Moped über die Fahrzeug gebraust. Ja, legt seinen Helm ab, kommt dann auf die Alarmfläche. Wenn Sie kurz sehen, auf der linken Seite von Ihnen ein älterer Herr, der die Kameraden auf dem Weg zum Einsatz blockiert, der nicht weiß, ob man rechts oder links fahren muss. Und dann dementsprechend, ja, die Dame, die dann noch den Weg überquert und schaut, ja... Ein frustrierter Feuerwehrmann dahinter. Ja, das ist ja, man sieht es ja auch schon am Fahrzeug. Ne? Er fährt immer ein bisschen langsamer und da eckt er mal hier und da an, aber das ist ja so. Ne? Ja, das sind die ersten Kameraden, die sehen das, die... Er blockiert wieder alles. Ja. Die Kameraden haben das Feuerwehrhaus aufgeschlossen, ich weiß nicht, ob es zu sehen war. Der Schlüssel hat zunächst nicht gepasst. Die Kameraden haben also den falschen Schlüssel mitgenommen. Jetzt wird sich angezogen, die Kameraden... Edwards und Spitzer ziehen sich an, werden versuchen, in ihre Klamotten reinzuschnupsen. Natürlich unter enormem Zeitdruck. Ja, ich habe leider jetzt die passende Musik, hätte ich hier gehabt. Hier, Sex Bomb, Tom Jones. Ja, da kommt die Antje an. Die Antje kommt direkt aus dem OP hierher, stellt fest, dass die falschen Klamotten da sind. Ja. Ja, das TNF wird schon mal langsam in Position gebracht, sodass man gleich auch sitzen kann. Ja, der Kamerad Köster, der jetzt gesehen hat, im weißen Oberhemd, hat noch den Rasierschaum mitten im Gesicht, hat also auch irgendwie gesagt, komm, ich muss los. Scheißegal, ob das schon fertig ist, nur die Hälfte rasiert, ist halt so bei uns bei der Feuerwehr. Ja, weil so eine Alarmierung kommt natürlich nicht angekündigt. Das Ganze natürlich immer in den ungünstigsten Situationen und da muss man natürlich zügig zur Feuerwehr hin. Ja, also hier haben sich zwei Kameraden eine Hose geteilt, auch das passiert unter Umständen. Ja, es ging dann weder rein noch raus. Genau, deswegen haben wir noch eine extra Hose für die beiden, weil die beiden arbeiten immer sehr eng miteinander zusammen, das haut schon hin. Ja, Sie sehen auf der linken Seite, das Haus fängt an zu brennen. Die Dame, der das Haus gehört, fuchtelt schon wild und wartet auf die Feuerwehr, genau. Ich vernehme hier ein leichtes Hilfe, es brennt. Ja, ich sehe das auch so, aber sie weiß, dass sie eine gute Versicherung hat. Deswegen ist sie noch so ein bisschen ruhig. Ja? Gut versichert, oh ja, wir warten mal. Ja, und spätestens hier beginnt auch für die Feuerwehr der Ernst des Lebens. Sie sehen es, es muss sich angestellt werden, angetreten werden. Die Kameraden besetzen das Feuerwehrauto. Blaulicht ist schon an, alle besetzen das. Es ist selbstverständlich alles an Ausrüstung mitgenommen worden. Und los geht's. Ja, auch hier stellt mir fest, der Kamerad hat seinen Helm vergessen. Nicht alles mitgenommen, auch das passiert in den besten Familien. So, weiter geht die Fahrt. Auf geht's. So, das war unser Engländer. Unser Engländer, richtig. Oh, was ist da los? Unser Dieter wollte wieder auch mit zum Einsatz. Der Kamerad mit dem Rollator blockiert die Ausfahrt der Feuerwehr. Und was passiert? Aber das macht er immer so. Ich bin der Feuerwehr, der Stichwort war erneut.
So, jetzt wirklich nochmal
was sagen zu dem Schaum. Sie sehen ja, wie schön lustig Blasen, die da rumfliegen. Das passiert bei richtigen Schaumwindkonzentrat nicht. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Also das ist ein sogenannter Übungsschaum. Er riecht sogar gut. Zwar haben die Kameraden unter Atemschutz nichts davon, aber wie gesagt, das ist ein Übungsschaum. Unser richtiger Schaum, den dürfen wir so jetzt nicht einsetzen. Aber deswegen dieser Übungsschaum. Und unser richtiger Schaum würde einfach viel kräftiger stehen und nicht so runterlaufen, wie jetzt die Straße, wie es jetzt der Fall ist. Also hier nur wirklich der Übung geschuldet. So, jetzt mal einen großen Applaus, meine Damen und Herren. Das Feuer ist aus. Gut, für den Gruppenführer gibt es eigentlich nur noch einen Befehl, den kann er ruhig mal aussagen. Ich stehe gerade mit ihm, der bei uns dann gegeben wird, wenn alles fertig ist. Zum Abmarsch fertig. Feuer ist aus, zum Abmarsch fertig, hat der Gruppenführer empfohlen. Wie gesagt, der Schaum, den er jetzt liegt, der eignet sich auch hervorragend, um die Hände zu waschen. Ja, liebe Gäste, ein Dankeschön an unsere Crew, an unsere Gruppenführer, ein herzliches Dankeschön und einen großen Applaus. Und wie bei allem bei der Feuerwehr müssen wir natürlich nicht nur die Schläuche aufbauen, damit wir Wasser haben, sondern aufräumen, macht auch für uns niemand, müssen wir also auch tun. Also in dem Sinne, Kameraden, viel Spaß beim Aufräumen.